Hallo ihr fantastischen Menschen, ich grüße euch, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir einen Zuschauerwunsch, und zwar vom guten Ödländer. Der hat sich, wie ihr sehen könnt, Splits für den Game Boy gewünscht, natürlich, für den guten alten Nintendo Handheld. Ja, mir sagt der Titel wirklich gar nichts, und als ich das Cover gesehen habe, dachte ich nur, was zum Teufel? Was erwartet mich hier? Und jetzt hier auch von der Intro-Musik, was gar nicht so schlecht klingt, und den Bildern hier, macht der Albert Einstein und alles. Was? Also, ich bin mal gespannt, was mich jetzt großartig erwartet. Ich habe gerade ganz minimals reingespielt und ja, mein erster Eindruck war, what the fuck, was muss ich hier machen? Also bevor ich anfange, ein Aufruf an euch, wenn ihr irgendwelche Spiele habt, die für diese Serie ja geeignet wären, das heißt Game Boy, NES, Super Nintendo Spiele, halt so 8-16-Bit-Ära, gerne auch Game Boy Color zum Beispiel, was einfach schlechte Spiele sind, wo ihr vielleicht so ein paar Kindheitstraumata habt oder sowas, haut's einfach in die Kommentare rein, ich schaue mir die Spiele gerne mal an und mal gucken, ob sich denn unsere Eindrücke denn überdecken. Aber schauen wir mal, ich spiele hier mal kurz rein. So viel weiß ich schon, es ist ein Puzzle-Spiel. Ja, und man hat hier so ein Steuerquadrat, ist das ja, nicht Kreuz. Man kann hier B drücken, dann kriegt man das Porträt hin, was es, soweit ich das interpretiert habe, so als verschieberätselmäßig hinkriegen soll. Ja, und wenn man hier auf dieses Feld geht, dann kann man sich welche spawnen lassen, zufälligerweise. So, das Problem ist jetzt aber allerdings nur, ja, diese Tastenbelegung, hier ist mal das Bild, okay. Der Bart muss nach unten. Ach, das ist ja sogar Mitte ganz unten, ne? Zack. Die kann ich jetzt so in gerader Linie verschieben. Haben wir natürlich ein Problem, dass die gehen immer in einer geraden Linie durch. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ganz oft hier dieses Bild hier aufrufen zum Überprüfen. Ach, das müsste der Hut sein irgendwo, ne? Ja, okay, der ist natürlich jetzt oben. Okay, das muss auf jeden Fall jetzt, ja, ihr seht es, es ist fummelig. Und zwar nicht auf einer guten Weise fummelig. Kaum spielt das, schon sinkt das Niveau, ne? Ich glaube, das könnte ungefähr hinkommen, oder? Ja? Ja, doch, da drüben kommt noch... Ja? Ja? Ich drücke immer... Die Tasten sind irgendwie verkehrt rum. Vom Gefühl her müsste die Tastenbelegung anders sein. So, kommt das da hin? Ja, komm, Pi mal Daumen hin. Ja, den Hut, den machen wir jetzt mir mal ganz zur Seite. Denn... Ach ja, wie gesagt, also Entschuldigung, aber so gefühlt von den Tasten her müsste es andersrum sein. Ah, okay, die Flagge kommt dahin. So, das ist hier so das Gesicht. Ah, da fehlt eine Partie. Wo ist das hin? Ach, sag bloß diese Öffnung. Ach, dann verschwindet das. Aber es kommt auch wieder, oder nicht? Okay, das ist hier so Hintergrund. Das könnte quasi überall sein. Ja, da passt es nicht, weil da... Ach nee, geil. Ja, doch. Nee. Eine hoch denn wahrscheinlich. Ein Herz? Wo soll denn das Herz sein? Oder ist das so eine Art Joker? Man weiß es nicht. Sehr, sehr... Ah! Aber hier... Da war auch die Nasenpartie. Das könnte da hinkommen. Ja. 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 Es wird was, würde ich sagen. Aber das Problem ist natürlich, dass die Dinger hier ja zufällig angeordnet sind. Kommt das... Ne, es passt nicht. Das heißt, man weiß ja nie, was als nächstes kommt. Deswegen wird das Verschieben, glaube ich, echt... Ach, ja. Ja, diese blöde Tastenbelegung, ey. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich bin wahrscheinlich zu blöd. Ah, oder diese Herz und sowas, die muss ich wahrscheinlich hier aus dem Bildschirm rausfegen. Denke ich mal. Ne? Nee, du kommst nach rechts. Jetzt kann ich das da nicht hinpacken. Oh, wieso das denn?
Wie bescheuert. Ja, geht das jetzt auch mal wieder weg? Anscheinend nicht, oder was? Diese Verschieberätsel, die sind sowieso... Ich habe die bisher schon in jedem Computerspiel, das wird auch ganz gerne mal so als Mini-Rätsel irgendwo eingebaut oder so, habe ich das bisher in jedem Computerspiel nicht gemocht. Ach, so geht auch noch Zeit hier. Wie soll ich das schneller schaffen? Da wollt ihr mich verarschen? Müsste ich hier so... Ja, auch nicht. So, du kommst da weg. Ja. Achso, ach, das habe ich jetzt neben verloren. Ich kann trotzdem weitermachen. Naja, immerhin. Aber. Ah ja, ja, Entschuldigung. Diesmal die Tasten. Ich weiß, ich krieg's nicht gebacken mit den Tasten. Ja, scheiße. Wie krieg ich die Dinger jetzt da nach unten? Ohne dass ich jetzt da alles verschiebe. Ja, vielleicht hier irgendwie so. Ja, aber das muss ja nach. Verschieberätsel, ey. Ödländer. Hä? Was tust du mir da an? Jetzt kann ich das hier. Zack. 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 Bin zufrieden mit mir. Das habe ich natürlich alles durcheinander gebracht, aber immerhin das. Ah, das könnte hier... Ah. Ich merke schon, tolle O-Ton-Folge. Aber... Leute. Fand ihr denn diese hippe Aufmachung dafür? Warum? Ihr habt ein primitives Verschiebepuzzle-Spiel gemacht. Ach, und deswegen auch die Charaktere wahrscheinlich, weil man die zusammenpuzzeln muss. Ich dachte hier schon, keine Ahnung, weil Einstein drauf ist und so weiter. Oho, das wird jetzt aber hier anspruchsvoll. Ja, das stimmt ja hier eine nicht. Muss man. Ja, ja, falsche Taste wieder. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. So. 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 Ich hab's zumindest, krieg's immer besser drauf. Das kommt bestimmt... Nee, warte. Das muss hier hin auf jeden Fall. Und das muss so hin. Da fehlt hier ein normaler Streifen. Das könnte das theoretisch sein. Ob denn hier mit dem Zeitlimit, ne? Ja, dieser Soundeffekt ist so... Geht mir echt auf den Keks, ey. Nee, ist natürlich nicht das Richtige. Ach, das muss wahrscheinlich nach da links. Okay. Gut, mal gucken. Okay, jetzt haben wir hier das Gesicht. Das war natürlich zu doof, ne? Ich muss hier irgendwie hier aufräumen, dass ich den Wasserhahn... Also das ist natürlich auch geil, dass jetzt so zufällige Sachen noch dabei sind, die man hier raussortieren muss, damit ich hier zum Verschieben Platz habe. So. Wie machen wir das? Oh, was ist das weg? Ich habe nicht aufgepasst. So. 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 Muss ich mit dem hier tauschen. So. So. Gut. Und das muss denn... Hier drüber und das muss wahrscheinlich dahin. So. Haben wir das geschafft. Dann muss das Teil hier denn da hier hin, nehme ich mal an. So. Ach. Da oben. Oh, soll ich schon wieder ein Leben? Sag mal, die Zeit ist aber. Wie soll man das vernünftig schaffen? Das geht doch gar nicht. Arschkrampen. Er ist unfair. Ja. Bin so dramatisch, ne? Boah, es ist ja schon kackig genug, dass das hier durch Zufall die Dinger spawnen und so weiter. Aber dennoch
als Zufall. Ja. Ach, das ist die Stirn, ne? Ja, es fehlt mir natürlich hier dieser Kack-Gesichtshälfte hier. Ah, ja. Kann ich sogar gebrauchen hier. Muss ja nach oben. So. Ist natürlich auch geil hier, dass der schwarze Hintergrund mit diesem schwarzen Hut, da kann man das ja gar nicht so vernünftig sehen, ne? Aber ich nähere mich, glaube ich. So. Und dann muss wahrscheinlich das rüber. Okay, dass ich schaffe, das habe ich nicht gedacht, aber... Bah! Spaß ist echt anders. Echt jetzt. Jetzt? Dö, dö, dö. Achso. Ich dachte, es kommt ein anderer Sound. Das fing so an, ne? Dö, 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 dö. Was haben wir jetzt? Ach, da, Onkel Einstein. Sag bloß, es gibt nur diese drei Motive. Also, ich kann mir so die Konferenz der Spielemacher so vorstellen. Hey, wir müssen ein Puzzlespiel machen. Puzzlespiele sind voll geil auf dem Gameboy. Ja, aber ich habe keine Idee, ey. Was machen wir denn? Boah, Verschieberätsel. Ja, ist so einfach. Jetzt müssen wir hier hip machen, so mit Pop. Na, Popart ist das ja nicht, aber... Ja, wie heißt denn die Stilrichtung? Also, das muss auf jeden Fall ziehen nach links unten. Wie heißt diese Stilrichtung? Das ist auch so typisch 90er, ne? Sag mal, wie viel Zufall-Dinger... Ach, schon wieder Leben. Hä? Ich hatte doch noch Zeit. Warum habe ich jetzt ein Leben verloren? Ich bin verwirrt. Man sieht es mir vielleicht an. Vielleicht. Und wieder von vorne. Wie soll man das denn in der Zeit schaffen? Jetzt haben wir hier wieder den Abraham Lincoln. Wie soll man das denn schaffen? Und dann gibt es doch nicht mal so ein Passwortsystem oder sowas. Boah, diese Musik, wenn man auf dem Feld ist. Oh. Nee, ganz ehrlich, ich habe auch gar keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon gedreht haben, aber... Also Ödländer, das ist wirklich ein würdiger Kandidat für diese Serie. Finger weg von diesem Spiel, es macht echt keinen Spaß, außer vielleicht ihr seid Hardcore-Fans von solchen Verschieberätseln. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwer ist. Also, wie gesagt, wenn ihr auch Vorschläge oder Wünsche habt, einfach in die Kommentare rein. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt oder was ihr schon gemacht habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö.